In diesem Video seht ihr das Carsten Griffin. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen beim New Age Outlaw. Jo, wie schon bei dem Unboxing, wollte ich euch jetzt gern schon mal direkt auch das Messer einmal vorstellen. Das Carsten, beziehungsweise viele von euch kennen das noch als das alte Real Steel Griffin. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um das Real Steel Modell, sondern praktisch noch um den Vorläufer. Und zwar um das Carsten Modell. Das baugleich, soweit ich das sehen konnte, ist mit dem Real Steel Modell. Allerdings, wie gesagt, noch ohne die Auflage, ohne das Mitwirken von Real Steel. Das ist noch die frühere Variante, noch die frühere Ausführung. Und ich habe mich da mal versucht zu erkundigen und laut meiner Quellen hieß das Modell damals auch schon Carsten Griffin, also nicht zum Beispiel wie jetzt das relativ baugleiche Modell Carsten Real Steel Megalodon. Das hieß ja zu Carsten Zeiten noch Boiling Flipper und erst mit, ja, Fokus ist noch im Urlaub, und erst mit Real Steel Zutun hieß das Modell dann Megalodon, wie ich finde, was ihm aber auch nicht schlecht getan hat. Ja, und ihr wisst also, die Carsten Modelle, hier auch das Exorzist, was ja auch noch eins ist, beziehungsweise ich bin mir bei dem Exorzist Special Edition nicht ganz sicher. Ich meine, das gab es nur unter Real Steel Carsten und das Vorgängermodell mit den Bubbles war dann in einer etwas abgeänderten Form noch das Carsten Tech Modell. Und zwar war, um das nur mal ganz kurz zu erklären, das Bubble Exorzist mit diesen, ja, mit diesen Kugeln oder mit diesen, ne, mit diesen Bubbles auf den Griffschalen, war unter Real Steel wie hier auch so angeschliffen. Und unter Carsten Tech war das alles eine unbearbeitete, also nur eine, ich sag mal jetzt sandgestrahlte oder so. Also es war auf jeden Fall nicht nochmal behandelt, es war einfach nur ja, so titangrau, diese Bubbles, und nicht von der Oberfläche nochmal angeschliffen. Gut, so viel ganz kurz der Exkurs. Also hier haben wir das Modell, was nur mit Carsten gemarkt ist. Es gibt zwei Modelle davon, die ich bisher auch nur unter als diese Real Steel Modelle kannte. Einmal dieses kleine Modell, was, wenn man jetzt den Megalodon mal so daneben hält, dann sieht man auch so den Größenunterschied relativ deutlich. Das Griffin-Modell ist zwar nicht ganz so groß wie der Megalodon, aber doch schon in etwa von der Gesamtlänge her sind die nicht so weit auseinander. Und das hier ist das kleine Modell, das es mit dem Klingenstahl, mit dem pulvermetallurgischen Klingenstahl RL34 gab, wovon es auch heute noch relativ viele Fans gibt, wie ich jetzt so in der letzten Zeit auch mitbekommen habe, der allerdings aber nicht gänzlich rostfrei sein soll, sondern da muss man auch schon ein ganz klein bisschen aufpassen. So habe ich es zuletzt, ja, mitbekommen. Hier die Carsten-typische Pivot-Screw, die Achsschraube, die diese Einfräsungen hat. Ja, ein Stonewash Titangriff, die nicht ausgefräst sind. Hier die Zusatzverriegelung für den offenen und auch für den geschlossenen Zustand. Ja, der Buttonlock, der, wie man hört, auch damals schon vom Stefan vorgestellt, so ein ganz leicht sticky ist, was mich persönlich jetzt nicht so stört. Und zwar legt sich dieser dicke Teil, der hier nicht beweglich ist, das ist hier also nur das Gegenstück. Vermutlich ist in diesem Teil eine Feder drin, ne, weil sie ja wieder zurückfedert. Und dieser dicke Teil dieses Knopfes legt sich dann also hier in diese Mulde der Klinge und blockiert sie und verriegelt sie. Ja, und ich denke, okay, wenn da zwei Metalle, so glatt sie auch sein mögen, sich da so übereinander legen,
Ich kenne das neue Griffin nicht, weder das Aluminium Griffin noch das Griffin 2017, das neue Titan Griffin, habe ich noch nicht in Händen gehalten. Und ich weiß nicht, ob das da schon verbessert werden konnte. Aber mich persönlich stört es nicht so doll. Gut, also nochmal, um nochmal ganz kurz jetzt darauf zurückzukommen. Ihr seht, wir haben also hier die Klinge relativ einfach und schlicht gemacht. Einmal Hersteller und Klingenstahl und dieses typische, ja, ich sag mal, dieses Tribal, dieses Zeichen, was man auch auf den Modellen immer wieder findet. Und mal kurz gucken, so. Auch hier beim Megalodon seht ihr den Klingenstahl und auch wieder dieses Tribal oder was auch immer das sein soll. Wie auch, muss ich kurz gucken, wo da. Wie auch beim Exorzist. Auch da der Klingenstahl und dieses Zeichen. Ja, also das ist das Einzige, was gemarkt ist. Ansonsten hatten wir ja auch bei dem alten Griffin schon hier Real Steel draufstehen und dann auch hier nochmal in der Ecke das RSK, dieses Real Steel Logo. Das haben wir hier nicht. Ja, und wie gesagt, also auch die ganze Verpackung ist also auch nur von Carson. Sehr gut ist, dass wir hier wieder die geschlossenen Carson-Kugellager haben. Ich finde, da könnten sich auch heute noch viele Hersteller da einfach auch noch eine Scheibe von abschneiden. Aber ich denke, dadurch, dass die komplett in diesem Metallkäfig drin sind, dürfte das Ganze schon relativ teuer werden. Da ist also ein einfacher Kunststoffkäfig, in dem die Kugeln sich drin befinden, vermutlich deutlich günstiger. Ja, der Klingenstand ist absolut mittig, bin ich sehr mit zufrieden. Der Klingenlauf, ja, vor der Kamera ist klar, geht nicht. Ist also auch sehr weich, funktioniert super. Wir haben also hier eine relativ glänzende Klinge, die dennoch mit einem leichten Stonewash versehen ist. Die Klinge läuft, naja, ich sag mal moderat aus, ein Vollflachschliff, wie ihr seht, und dieses Daumenloch, was zwar eigentlich ganz gut aussieht, aber ich finde eigentlich fast, also so grenzwertig groß. Es reicht natürlich, um die Klinge ganz normal zu öffnen, aber wenn man noch ein bisschen spielen will, dann muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, auch in die Klinge reinzugreifen. Ja, Carson Tech. Typisch eine hochglanzpolierte Schneidphase, finde ich auch beim Exorzist natürlich sehr, sehr schön, sehr ansehnlich auch. Gefällt mir richtig gut. Ein Jimping haben wir hier oben. Das, naja, also richtig Traktion nicht, aber es bietet eine Rückmeldung, dass man also weiß, was dann gerade so da passiert. Also man müsste schon sehr, sehr reingreifen in das Jimping, damit es also auch richtig blockiert und richtig Grip bietet. Ein bisschen Grip, aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Rede wert. Ja, wie ich schon sagte, der Zusatzlock, der Schieber lässt sich nach vorne schieben und so lässt sich der dicke Teil hier dieses Locks nicht mehr gänzlich von der Klinge nehmen. Die Klinge hat dadurch etwas Spiel, wenn man das entsperrt, aber sie klappt no dennoch nicht ein. Und im geschlossenen Zustand schiebt sich der Schieber mit der Unterseite hier in diesen Teil der Klinge und verhindert dann also, dass sich die Klinge noch irgendwie öffnen kann, was ich sehr gut finde, wenn man das Messer in der Tasche hat und ich als Linkshänder, dass man also nicht irgendwo durch Zufall den Detent hier mehr oder weniger überwindet und die Klinge dann geöffnet ist, finde ich wirklich sehr gut. Also so ist ein Öffnen absolut ausgeschlossen. Ja, die Klinge macht eigentlich einen sehr guten Job. Ich habe jetzt so ein, zwei, drei Briefe, Pakete mit geöffnet. Ich habe mal eine halbe Möhre damit geschnitten. Das funktioniert alles sehr gut. Wir haben hinter der Schneidphase, was ich jetzt selber mittlerweile auch wichtiger und wichtiger finde, ungefähr 0,55 mm hinter der Schneidphase. Also ein Bereich, denke ich, mit dem man absolut leben kann. Also klar, viel dicker sollte es nicht sein,
Aber dadurch, dass dieses Messer wohl eher in die Richtung EDC geht, normalerweise, denke ich, ist das ein absolut guter Bereich. Die Klinge ist relativ fein, aber auch nicht so dünn, dass man ständig Angst haben müsste, dass sie einem irgendwo wegbricht. Also von daher, es wurde ja auch schon mal in ganz frühen Tagen Sebenza Killer genannt. Ja, also es hat in etwa die gleiche Größe wie der Small Sebenza. Aber ob das jetzt so die Konkurrenz ist, obwohl es auch wirklich schön verarbeitet ist, die alten Carsten-Dinger sind noch richtige Panzer, die allerdings gar nicht so dieses Panzergewicht haben, wie ich finde. Dennoch finde ich also absolut massiv gebaut, eigentlich auch die beiden Kandidaten. Das ist schon noch so alte, gute Handwerkskunst in meinen Augen, so sehe ich die Dinger. Und obwohl sie auch gar nicht so schwer sind. Und auch, es ist ja jetzt hier das kleine Modell des Griffin. Und dennoch, wir haben hier eine große Fingermulde. Wir haben dann diese lange Fingermulde für die beiden Mittelfinger und Ringfinger. Und dann hinten nochmal diese Auflage. Also es liegt erstaunlich gut, trotz der relativ geringen Größe, liegt es erstaunlich gut in der Hand. Und wir haben ja hier noch diese erweiterte Schleifkerbe, und ich finde, man kann hier auch wunderbar noch drüber greifen, um dann feine Schälarbeiten oder sowas zu machen. Es ist wirklich gut, es liegt wirklich gut in der Hand. Ich bin überrascht. Denn wir haben eine Klingenlänge, wo wir gerade schon bei einer relativ geringen Größe sind. Wir haben eine Klingenlänge von, ja, 7, Moment, ich muss mal drüber schauen. 7,6 cm, und in etwa 7 cm sind davon als Schneide zu gebrauchen, sind also scharf. Wir haben eine Gesamtlänge, die wollen wir auch mal kurz überprüfen, von 18,2 cm. Also ihr seht, es ist durchaus schon ein recht schmales Messer und dennoch, wie gesagt, eine außergewöhnlich gute Handlage. Also als EDC finde ich auf jeden Fall definitiv geeignet für Leute mit relativ schmalen Händen wie meine. Das sind, wo wir gerade dabei sind, wir haben eine Klingenbreite von 3,5 mm. Ja, also nicht zu schmal, nicht zu eng, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich denke eigentlich auch, dass selbst also noch wirklich, wirklich große Hände finden da auch noch Platz drin. Und selbst wenn man den letzten Finger bei ganz großen Händen noch hinten anlegt, aber normalerweise, wenn ich jetzt hier also die Finger jetzt so locker drauflege, dann ist da eigentlich immer auch noch Platz. Also es sollte selbst für größere Hände auch nicht zu klein sein. Sorry, irgendwie ist hier trockene Luft drin. Ja, ansonsten von der Verarbeitung her gibt es ja also nicht viel auszusetzen. Die Designelemente hier und auch hier, diese großen Phasen erinnern zum Teil hier auch an das Megalodon. Wobei hier ja so Radien drin sind. Aber ihr seht ja, was ich meine. Also es ist designmäßig schon relativ dicht beieinander. Jo, auch hier typisch dieser Clip, den man, ah ja genau, den man hier also auch im Exorzist wiederfindet. Ja, so viel zum Griffin. Das Gewicht habe ich vorhin schon gemessen, da unsere Waage im Moment aufgegeben hat. Es sind 104 Gramm, das weiß ich. Habe es auch schon in anderen Videos gesehen, habe es aber auch nochmal überprüft. Und ich denke, mit gut 100 Gramm passt das Ganze schon ganz gut. Jo, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ne, ne, ne. Wir haben keinen Backspacer, wir haben einen Standoff. Relativ einfach auch zusammengesetzt. Hier die Anschlagachse, Pivot Screw, eine Schraube hinten noch. Ja, aber was soll hier passieren? Das sind absolut massive Titanplatten. Da wird sicherlich nicht zu viel passieren. Gut, soweit die kleine Vorstellung zum kleinen Carsten TechLab Griffin. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut bald auch wieder rein. Ich denke, ich werde dieses Jahr auch nochmal so einen kleinen Rückblick geben über meine Topmesser 2017. Das habe ich mir noch fest vorgenommen.
auch wenn es jetzt nur noch ein, zwei Tage sind in diesem Jahr. Doch, ich denke, das mache ich jetzt auch noch. Aber es ist noch ein bisschen was unterwegs, es kommt auch noch ein bisschen was. Vielleicht bringe ich das dann auch noch mit rein, weil ich vermute, dass das auch noch in 2017 ankommen wird. Also mache ich mich da erst auf den letzten Drücker mit dran, dieses Video dann noch zu machen. Ja, ansonsten, ja, ein frohes Neues oder einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht. Ich denke, es kommt noch was. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Habt Spaß mit euren Messern. Habt Spaß mit unseren Videos, hab ich. Bis demnächst, bis zum nächsten Video. Tschüss.